Ja, habe die Ehre und herzlich willkommen zu Lens Playground. Und zwar zu einer neuen Episode von Wie oft kann Lens an einem Auftrag verzweifeln? Besser gesagt, Payday 2. Ja, und da ich diesen Auftrag mit der Bank das letzte Mal auf Verrecken nicht hingekriegt habe, probiere ich dieses Mal wieder einen von Vlad. Und zwar werden wir ein Einkaufszentrum vernichten, um seinem Konkurrenten zu schaden. Wir haben keine neuen Sachen, deswegen brauche ich ihm auch keine neuen Sachen einstellen. Ja, damit meint er mich, ich soll nicht zu viele Leute umbringen, ich soll einfach nur Dinge kaputt machen. Enter the motherfucking mall. Zerstöre 50.000 Dollar von Wert. Fuck you. Ja, natürlich haben die Gunfire gehört. Könnte daran liegen, dass ich hier mit meiner Pistole rumschieße. Wir zerstören hier einfach vor uns hin. Das ist bisher ein Auftrag, der mir gut gefällt. Ich meine, ich hätte wahrscheinlich besser ja, besser mal nicht direkt angefangen zu schießen, weil jetzt wahrscheinlich wieder die Polizei kommen wird. Uhr? Okay, 5.000 haben wir schon mal. Ich habe keine Säge. Da drin ist Wein. Wein ist auch was wert. Nur brauche ich irgendwelche Sachen, die mehr wert sind als ein bisschen Weinflaschen und Glasscheiben. Na gut, 10.000 haben wir schon zusammen. Gute Güte, Sniper ist bloß, weil wir ein klein bisschen was kaputt machen. Wie seid denn ihr drauf? Was wären, wenn wir hier richtig was kaputt machen würden? Ja, sollen sie ruhig machen. Fünfzehntausend haben wir schon zusammen. Das passiert ja auch automatisch beim Kämpfen, würde ich sagen. Aber ich mach schon mal trotzdem ein bisschen was klar. Er braucht dabei möglichst wenig Money. Was mir auch immer ziemlich schwer fällt. Keine Sorge, wird gleich wieder passieren. Aber nicht, ohne noch ein bisschen was kaputt zu machen. Scheiß. Peer Store hier. Dämliche Peer Group. Ja, der flog schon. Der flog schon schön. Die sehen auch so ein bisschen aus wie so Beats oder so. Die schrecklichsten marketingorientierten Kopfhörer auf dem Markt. Ich meine, sie sehen nicht schlecht aus, das ist schon klar, aber sie klingen halt einfach mal grottenschrecklich im Vergleich zu anderen Dingern, die du für den gleichen Preis erhalten kannst. 30.000 Dollar. Ja,
50.000 werden wir schon bald haben. Wir machen einfach viel Glas kaputt. Ah. Hier sollten wir doch was kaputt machen können. Nein? Ich meine, wenn wir den Wagen zerstören, sollten wir doch genug Schaden angerichtet haben. More snipers. Stanley 427. Ne, da können wir offensichtlich nichts kaputt machen. Fuck you, Sniper! I hate you and your family. Ich meine, offensichtlich können wir auch nur Glas kaputt machen und vielleicht noch. Vielleicht noch Kleinigkeiten. Cops in the stairwell? Ist das the stairwell? Ja, sieht danach aus, als wäre das hier das Treppenhaus. Ja, wenn sie es unbedingt versuchen müssen, dann gebe ich ihnen eben die Möglichkeit dazu. Ich werde mich sicherlich nicht von ihnen aufhalten lassen, meinen Auftrag durchzuführen. Oder es zumindest zu versuchen. Ja, ich sollte mehr Header schaffen, aber das tue ich leider nicht, weil ich nicht schnell genug bin. Halt die Fresse! Alter! Wenigstens kriege ich Hilfe. Ich treffe aber nur meinen Kumpel gerade. Das ist leider nicht so cool. 40.000, jawohl. What? Green Mantis lag hier rum. Help ihm. Ja, ich muss ihm helfen, es trifft ja sonst nichts. Okay, 40 Hammer. Noch 10. Wo ist der arschige Sniper? Nur da oben. Ja, hilft mir sehr gut. Hilf mir. Der Sniper ist weg. Sehr schön. Wie sieht die Munitionssituation aus? Nicht so besonders. Ja, ich weiß, aber ich weiß gerade nicht, was ich sonst noch zerstören kann. Und ich weiß auch nicht, wo meine Kumpels sich rumtreiben. Oder warum gerade eben meine Muni nicht nachgeladen wurde. Ich wollte mich erstmal in eine etwas bessere Position begeben. Ich war jetzt nicht besonders gut, aber zumindest besser. TT, okay. Warum auch immer ihr Werbung für Audi macht. Okay, jetzt haben wir schon 45.000.
kommt uns gleich der Hubschrauber abholen. Immer schön in Bewegung bleiben. Alter. Woher kamen die? 50 Grand. Oh. Is there anything left? 32 Schuss daneben. Wäre schon schön, wenn die Cops auch irgendwann mal Ruhe geben würden. Und einen nicht andauernd erwischen würden. Vor allem während ich da sitze und warten darf, dass der Hubschrauber irgendwann kommt. Minute muss ich noch aushalten. Ich hasse es, dass einfach überall Zugangswege sind. Was das Ganze aber natürlich doch auch ein bisschen realistischer macht. Wenn man so einen Shooter realistisch nennen kann. Nur noch 30 Sekunden, ja, das ist ja gar nichts. Und weil ich schon langsam keine Muni mehr habe. Fast tot bin. Und von überall. Überall Cops kommen. Ja, wo? Wo ist der Hubschrauber? Da oben ist der Sniper. Okay, hier hinter. Wo? Oh gut. Gute Sache. Ich hab's geschafft. Das ist ein Erfolg, den ich nicht erwartet habe. Im Vergleich dazu, wie ich mich beim letzten Episode geschlagen habe. So. Okay, die Mall ist zerstört. Schauen wir mal, wie es gleich weitergeht. Ich bin zumindest aufgestiegen. Keine Ahnung, was ich damit anfangen kann. Und ganze 9000 Dollar habe ich mehr, die mir für nichts was reichen. Also wir haben etwas neue Kohle erhalten. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Aufträge, in denen weniger Geldbelohnung ausgeschrieben steht, auch eher machbar sind in niedrigen Level. Wir nehmen diesmal als Payday den mittleren. Links hätten wir ein Pad gekriegt, rechts eine Waffenmodifikation. Wir kriegen auch eine Waffenmodifikation, die ich aber nicht kaufen kann, weil ich kein Geld habe. Aber das werden wir gleich mal nachprüfen können. Ich wurde zwischendrin mal kurz unterbrochen, aber ich bin noch immer äußerst froh, dass ich tatsächlich geschafft habe, einen Auftrag zu schaffen. Das kam mir nämlich nicht so vor, als hätte ich es unbedingt verdient. Aber es war gut. Es war ziemlich gut. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier in First Aid Kit gehen soll. Deployable. Ah, okay, das ist irgendein Deploy-Ding. Das hier würde meine Rüstung verstärken. Kletterspeed. Ja, Rüstung ist gut. Ich mache mal Rüstung. Gefällt mir. Nehme ich. Ist gekauft. Inventar. K4 Rifle. Ja, can be purchased, but with no money, it's pretty much stupid. Alles zu teuer für mich. Ach, 4500 habe ich. So viel habe ich also. Ja, damit kann ich wirklich richtig viel anfangen. Deswegen wollte ich auch vorhin einmal diesen Banküberfall probieren. Aber das war doch ziemlicher Unsinn, das zu probieren. Pro-Job? Nein, danke. Ja, Diamantenladen wird ausgeraubt. Okay. Ja, wir sollen einfach mal
Diamanten ausrauben. Mal gucken, ob ich das auch nur halbwegs hinkriegen werde. Ich muss den Alarm erst ausschalten. Ja, Freude, ich habe keine Ahnung, wie ich einen Alarm ausschalte. Alright, that's the jewelry store. Get the required amount and be ready for anything. Aber wir werden erstmal schauen, dass wir niemandem zu viel Angst machen. Ich denke, ich soll hier rein. Gioia di Famiglia. Ja, di Famiglia ist ein Mafiosi-Laden, ne? Grüß Gott. Ich ziehe meine Rüstung, meinen Helm noch nicht auf. Meine Maske. Warum wissen die jetzt gleich, dass ich ein Bösewicht bin? Ist einer der Wächter. Da oben ist eine Kamera. Noch ein Wächter. Vielleicht ein dritter Wächter, ich weiß es nicht. Okay, ich kann meinen Kumpels nicht sagen, dass sie kommen sollen. Der Wächter soll mich in Ruhe lassen, bitte. Hier ran sollte ich wahrscheinlich auch nicht gehen, wenn ich keine Maske anhabe. Das hier wird wahrscheinlich auch schon zu verdächtig sein. Kamera. Angestellter. Es ist schon ziemlich spannend, muss ich ehrlich sein. Garnet Group. Vor allen Dingen einfach dadurch, dass es mal wieder ein Game ist, was ich in der Art noch selten gespielt habe. Also so reine First-Person-Shooter habe ich einfach nicht, was heißt selten, schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe mich jetzt lange auf mehr so Feel-Good-Spiele konzentriert. Will heißen, halt nur so Sachen, die auf die ich jetzt speziell Nerv habe. Und das deswegen finde ich es jetzt momentan mal ganz cool, auch mal Sachen zu spielen, die mir so einfach überhaupt nichts sagen. Oder die ich normalerweise einfach nicht spielen würde, besser gesagt. Noch ein Wächter, verdammt. Ich hoffe, der kommt nicht hier hinter und wenn, dann werde ich ihn wohl ausschalten müssen. Okay, let's roll. Ich habe eine Kamera ausgeschaltet, ohne erwischt zu werden. Ich glaub's ja nicht. Got one over here. Guard, stay clear. Okay, wir haben natürlich den Alarm ausgelöst, war ja klar. Damn, that's the alarm. Get ready for action. Es war sowas von klar, dass ich es nicht hinkriege, es stealthy zu machen. Ja, in 20 Sekunden ist die Polizei da. Mal schauen, ob ich den Alarm ausschalten kann, vielleicht hier hinten. Nein, hier komme ich nur raus. Gut, aber es ist ja schon mal gut, dass ich hier rauskomme. Ja, es war... Ah, okay. Ja, die Civilians sind alle weg. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine Chance habe, wenn ich... Wisst ihr was? Wenn wir eh schon laut sind, dann sind wir wirklich laut. Down, down.
Ihr kümmert euch hinten um die Polizei, bitte. Sehr brav. Alter! Wie viele sind da bitte? Es waren doch gerade 6 Polizisten oder so. Von beiden Seiten kommen sie natürlich gerne. Ich soll irgendwie gar nicht hier arbeiten, kann das sein? Ich mache das hier nur aus Spaß an der Freude. Flashbang. Sie ziehen sich zurück? Also dann erst von ihnen. Wo seid ihr denn? Ja, bessere Cops sind da. Was muss ich machen? Ich muss die verdammten Juwelen klauen. Aber das scheinen nicht diese hier zu sein. Welche Juwelen sollen es dann sein? Ich sehe kein Ziel. Ich habe ganz viele Juwelen schon eingesammelt. Ah, unser Van kommt wieder, sehr schön. What? Alright, that's the van. Get the bags to it. Okay, ich muss irgendwelche Taschen holen. Nein, ich muss einfach zum Van. Ich glaube, ich muss einfach zum Van. Rein da. Kumpels, würdet ihr bitte kommen? Ne, ihr wollt gerade noch ein paar Cops killen, oder? Come on! Hier, ich bin da. Anscheinend doch noch nicht. Ah, ich muss erstmal wieder den Drill arbeiten lassen. Ja, sagt mir das halt mal einer. Und hier hätte ich die Kameras ausschalten können. Umschauen lohnt sich manchmal. Wir bleiben hier drin. Ja, das könnte daran liegen, dass ich fast tot bin. Alter, wie viel hältst du aus? Viele ungern, muss ich sagen. Muss ich hier rein? Ich weiß es nicht. Gute Güte, es sind so viele.
Ja, da rein komme ich nicht. Ich muss noch irgendwie 4-mal Juwelen klauen. Aber hier drin fühle ich mich halbwegs sicher. Also sicher ist übertrieben, aber... Und ich treffe jetzt auch ein bisschen ohne Scope. So eng hier drin. Weil ich zumindest eine grobe Idee habe, wo er hinschießt, wenn ich versuche, dorthin zu schießen. Puh, wir schauen noch mal kurz in die Kontrollen, weil ich denke, dass Deploy die Möglichkeit sein sollte, meinen Erste-Hilfe-Kasten rauszulassen. Nehme an, dass das der Progress ist, der Job ist, aber ich weiß es auch nicht. Wäre schön, wenn ich das ein bisschen schneller laufen lassen könnte, aber... Braucht halt einfach seine Zeit. Badass Police Force. Die Buddies bleiben ja zum Glück mal bei mir. Wir haben nur noch 74 Sekunden auszuhalten. Nur noch. Okay. Jetzt haben wir Rauch hier drin, das ist nicht gut. Rauch ist niemals gut. Jungs, aber das reicht auch für die heutige Aufnahme. Das war die Episode X unseres Payday 2 Let's Plays auf Lens Playground. Es ist nicht so, dass mir das Spiel nicht gefällt oder Freude bereitet, aber es ist wahnsinnig anstrengend für mich. Das heißt, ich werde weitermachen damit und hoffentlich werde ich ein bisschen besser darin und dadurch habe ich dann auch mehr Spaß daran. Ansonsten freue ich mich wie immer über ein Like, einen Kommentar oder ein Abonnement. Einfache Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, ob ich die Spielreihe weitermachen soll. Was euer Channel ist, dass ich da auch mal reinschauen kann. Ansonsten einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr unterwegs seid. Gehabt euch wohl!